Megafon-Update, Mr. Beast, Pedo-Skandale und die 666-Connection. You have to force behaviors. Der sagt das einfach so, Digga. Es ist also davon auszugehen, dass Online-Influencer dafür benutzt werden, um die Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu lenken und zu formen. Also 666-WWW. World Wide Web. Der auf der Monsterdose. Oh shit, Alter, wir sind hier Biest in der Recherche drin gerade, ja? Get ready to schwurbeln, meine Damen und Herren. Die Sachen, die ich persönlich in Bezug auf den Mr. Beast-Skandal am spannendsten finde, sind auch die Sachen, die ich am ekelhaftesten finde. Und die haben leider alle mit dem Überbegriff zu tun. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Heute mal vom Bela Stigi. Das Video heißt Megafon Update, Mr. Beast, Pedo-Skandale und die 666-Connection. 666, fuck you. Mit den Jungs innen wollen wir nichts zu tun haben. Aber es scheint ein interessantes Video zu sein, deswegen gehen wir da rein. Der hat mir das auch zugeschickt und gefragt, ob ich mal darauf reagieren kann. Und das machen wir jetzt natürlich. Schöne Grüße gehen raus an Belasch. Ich hätte auch mal Bock wieder auf den Talk mit dir, mein Jutster. Falls du das siehst, lass uns da mal quatschen. Und jetzt würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und Peter geht los, Digi. Und los. Zustande, wenn auch möglich ist, dass verschiedene Fraktionen miteinander reden können. Ja. Gerade uns wurde aber Öffentlichkeit. Schwurbel-TV, Digga, ich hab Bock. Belasch, bester Mann, wir müssen eigentlich eine Talk machen. Das wäre eine geile Kombination. Ich, Belasch und Keanu, sag ich dir ehrlich. Das wäre, glaube ich, eine geile Sache so. Der Cousin muss auch mal auf Twitch kommen. Der hat mal gestreamt eine Zeit lang, ne? Nicht möglich gemacht. Wir mussten sie erkämpfen. Was für ein absolutes Wirrwarr. Wie ihr euch erinnern könnt, handelte das letzte Video hauptsächlich von der Olympiade 2024. Die christliche Bevölkerung hat sich aufgeregt über die Verspottung des letzten Abendmahles und so weiter und so fort. Wer das Video nicht gesehen hat, sollte das absolut nachholen. Auf der anderen Seite haben wir im Jahre 2024, wo Sodom und Gomorra wieder Einzug in die Zivilisation gefunden haben, wo der Turm von Babel wieder errichtet wird und die apokalyptischen Reiter die Olympiade eröffnen. Einen riesengroßen Star, der jetzt gerade im negativen Rampenlicht steht, mit dem Namen Mr. Beast. Was für... Das habe ich mitbekommen. Dem sein Mitarbeiter hat doch Transition gemacht, ne? Zu einem Jungsinnen. Von Mann zu einem Jungsinnen. Und dann irgendwie ist rausgekommen, dass der irgendwelche Kids angeschrieben hat. Also irgendein Pedo-Scheiß. Zufall. Und wo wir schon bei dem biblischen Thema sind, hieß es nicht in der Offenbarung des Johannes, dass die Apokalypse über die Menschheit kommen würde, wenn die Menschheit das Mahnmal des Tieres akzeptieren würde? Das Mahnmal des Tieres übersetzt auf Englisch wäre The Mark of the Beast. Ein interessanter Zufall, dass der größte YouTuber auf diesem Planeten mit über 300 Millionen Abonnenten den Namen Mr. Beast trägt. Okay. Die Skandale überschlagen sich und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich mit dieser Person überhaupt nicht ausgekannt habe. Es wurde mir vor kurzem erst zugetragen, dass ich mir mal ein paar Videos von dem angucken soll, denn er ist einfach der Größte und er macht einfach die krassesten Videos und er nimmt die größten Influencer, die größten YouTuber und so weiter, macht Challenges und ist anscheinend dann auch noch ein Philanthrop, der anderen Leuten hilft und unterstützt und wie auch immer. Man muss doch unbedingt mal diesen Beast abchecken. Hab mir seine Videos auch nie reingezogen. Ich muss dazu sagen, dass die meisten Leute, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer Mr. Beast ist. Die Leute, die ich kenne, die wissen, wer Mr. Beast ist, sind allesamt Kinder. Auf der einen Seite ist es verstörend, dass es mal wieder um Pädophilie-Skandale geht. Auf der anderen Seite überrascht es einem heute im Jahre 2024 dann auch schon wieder nicht so sehr. Ich muss dazu sagen, dass beim ersten Mal schon die Alarmglocken bei mir geläutet haben als stadtbekannter Schwurbler. Wenn man dann hört, dass der größte YouTuber auf diesem Planeten, der auch noch Kinder-Content macht und eine ziemlich direkte Connection mit dem Disney-Konzern hat, dass dieser den Namen Mr. Beast trägt. Also das passt ja mal. Krass, ich habe um diese Ecke habe ich nicht drum gedacht. So. Sag ich dir ehrlich. Da war der Aluhut noch nicht groß genug bei mir. Mr. Beast, Bro. Schon suspicious auf jeden Fall. Die Arsch auf einmal, muss man da dazu sagen. Ja, das ist ja ein heftiger kleiner Zufall. Mr. Beast and his crew, they're all individual personal brands, but who are they managed by? Knight Media. Knight Media ist ein Unternehmen, das dabei hilft, verschiedene Content-Creator und Online-Influencer zu verwalten und zu vertreten. Unter anderem drei der bekanntesten englischsprachigen Twitch-Streamer namens Hassan Abi, Esmen Gold und Kai Senat, sowie Kai Senat, na man. Das gesamtes Content-Team namens AM. Zudem gehören Playboy Max, Phantom Duke, Dennis Agent sowie andere Top-Creator, unter anderem auf YouTube, wie zum Beispiel Sophia Nygaard, Dream und bis vor kurzem auch Mr. Beast.
Knight Media unterstützt seine Content-Creator bei dem Erstreben von Wachstum, Erfolg und verbindet gleichzeitig auch Markenverträge mit verschiedenen Sponsorings. Mal abgesehen davon erhält Knight Media auch unfassbar viel Investitionskapital von externen Investoren, wie zum Beispiel TCG, von denen sie im Jahre 2022 alleine 100 Millionen Dollar bekommen haben, um weiterhin in Online-Influencer investieren zu können. TCG Krass. Selbst erhielt in den Jahren 2012 und 2019 alleine 900 Millionen Dollar Investitionskapital von teilweise unbekannten Investoren, um weiterhin in den Markt eingreifen zu können. Und Krass. Wenn man sich mit der Providence Equity Group auseinandersetzt, die alleine 200 Millionen Dollar in TCG investiert hat, dann merkt man, dass man es mit Diversitätsthemen zu tun hat, auch bekannt als die Woke Agenda. Interessanterweise hat auch der berüchtigte Vermögensverwalter namens BlackRock in die Providence Equity Group investiert. Und zwar 5,5 Millionen US-Dollar in den letzten zwei Jahren. That's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. Behaviors have to, we're going to force companies. Das haben wir schon gesehen bei diesem ESG-Score-Dilemma, ne? Und das ist halt, Bruder, ihr müsst euch das so überlegen. Die Unternehmen werden dazu gezwungen, gewisse Themen zu promoten. LGBTQ, Black Lives Matter, alle halt woken Themen, die gerade am Start sind. Und wenn du als Influencer einen Vertrag haben willst bei diesen Unternehmen, dann werden die natürlich in diesen Vertrag reinschreiben oder dir bewusst und klar machen, dass du entweder diese Agendas promotest oder deine Schnauze hältst. Eins von beiden. Aber dagegen aussprechen kannst du dich halt nicht. Und das ist halt die Scheiße so. Weißt du, dass die Influencer heutzutage, die denken gar nicht darüber nach. Die meisten sagen, ja, scheiß drauf, ich rede einfach nicht drüber und nimm das Money mit so. Weißt du? Und wenn du jetzt so ein Typ bist wie ich oder ein Kianusch oder ein Belasch oder sowas, denkst du, warum wir so wenige Sponsorverträge haben oder keine Sachen in unseren Videos promoten und so? Weil die Unternehmen halt mit uns nicht arbeiten wollen, weil diese Unternehmen bestimmte Vorgaben haben, welche Agendas die unterstützen müssen. Und da können die nicht jemanden da reinholen, der sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Jeder, der was anderes sagt, hat seinen Verstand verloren. So. Da bist du eigentlich schon bei 80% von den neuen, bei 80% der Unternehmen, die relevant sind, bist du da schon raus eigentlich. Oder 90 oder 99. Force behaviors. And at BlackRock, we are forcing behaviors. 54% of the incoming class are women. We added 4 more points in terms of diverse employment this year. And what we are doing in Der sagt das, als ob das normal ist. We are forcing behaviors. Is if you don't achieve these levels of impact, your compensation could be impacted, okay? We're doing the same thing. And so it's just, you have to force behaviors. Der sagt das einfach so, Dicker. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race, or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And that's not just not recruiting. It is development, as Ken said. And ultimately, it's still going to take time, but I am just as much shocked as Ken is that we have not seen more opportunities. And we're going to have to force change. We're going to have to force change. Wir müssen die Veränderung erzwingen. Hier wird also offen zugegeben, dass man Veränderungen in der Gesellschaft erzwingen möchte und so Kapitalströme dafür nutzt, um die Gesellschaft auch durch die Medien, Influencer und so weiter zu formen. Bemerkenswert ist, dass BlackRock alleine Vermögen von ungefähr 11 Billionen US-Dollar verwaltet. BlackRock, die werden die drittgrößte Volkswirtschaft in der Welt, moneytechnisch. Die haben halt einfach auch einen riesen Einfluss. Und in so in ziemlich jeden großen Konzern rein investiert, unter anderem Boeing, Activision, Target und Walt Disney. Interessanterweise ist einer der Talentmanager von Knight Media auch der Chief Business Officer eines Unternehmens namens Influential, das behauptet, das größte Influencer-Marketing-Unternehmen der Welt zu sein. Außerdem beinhaltet Influential eine KI-orientierte soziale Datenkonvertierungstechnologie, die über 1 Million Social-Media-Influencer als Taktik des Vertriebes für sich selbst nutzt und zu ihrem Netzwerk zählt. Es ist also davon auszugehen, dass Online-Influencer dafür benutzt werden,
um die Gesellschaft zu in eine gewisse Richtung zu lenken und zu formen. Klar, Influencer, Musiker, Entertainment-Branche generell. Normal, das geht schon lange so. Gibt keinen Zweifel daran, dass wahnsinnig viel Geld in das Social-Media-Influencer-Ökosystem gesteckt wird, um verschiedene politische oder ideologische Ziele voranzutreiben. Es hat auch voll einfach, so eine Influencer zu steuern, weil die meisten Influencer machen alles für Geld und Fame. Und da ist Moral, Ethik und so, fällt da oft hinten runter. Und wenn die dann einfach gesagt bekommen, ey, du darfst darüber reden, du darfst hierüber aber nicht reden und hierüber darfst du reden, sonst kriegst du den Vertrag nicht, dann sind die, denken darüber gar nicht nach. Na klar mache ich das, weißt du? Es gibt halt leider in diesem Bereich auch nicht viele Leute, die bereit sind, Geld zu sacrificen für ihre Werte, ihre Überzeugung, für ihre Moral, weißt du? Da gibt es nur noch ganz wenige von, leider. Und deswegen ist das easy. Und wenn du dann guckst, wer heutzutage so den größten Einfluss auf die Jugend hat, diese Streamer, die der da eben eingeblendet, so Kai Cenat und so, ne, die haben den größten Einfluss auf die Jugend gerade. Das ist crazy. Rap sowieso, Musik generell, aber diese ganzen Streamer und Influencer und so, TikToker, dies, das, bla bla bla, die haben einen riesen Einfluss auf die Kids gerade. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass unsere Medien, seien es Werbespots, TV-Sendungen oder Filme, voller Agenda sind. Warum sollte es also auf Twitch, YouTube, TikTok und so weiter anders sein? Wenn man sich bekannte populäre Inhalte ansieht, dann ist es höchstwahrscheinlich oft so, dass jemand Zeit und Geld investiert hat, diese Inhalte zu kuratieren, um die Leute dazu zu bekommen, etwas zu kaufen, um ihre Meinung zu ändern, um sie dazu zu bringen, anders zu denken oder in manchen Fällen überhaupt nicht zu denken. Auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade auch in Anführungsstrichen in den Endtimes, laut Ansicht vieler religiöser Menschen auf diesem Planeten. Und dann würde es ja schon wieder Sinn machen. Endtimes? I don't know. Neuanfang-Times? Werden viele Teile zusammenbrechen und dann wird so eine Art Neuanfang stattfinden? Endzeiten, so richtige Endzeiten? Ja, das ist, glaube ich, das, aber was die damit meinen, so, ne? Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die Zeiten immer intensiver werden und dass wir irgendwie schon in krassen Zeiten leben. Habe ich letztens mit einem Kumpel drüber geredet, dass wir da, wo Corona um die Ecke gekommen ist, haben wir darüber philosophiert, so, ey, ich glaube, jetzt wird es immer krasser werden. Ich glaube, es wird jetzt nicht einfach wieder gut alles. Es wird nicht wieder so schön wie vorher. Und es ist halt auch wirklich so eingetreten. Dann habe ich ihm gesagt, Bruder, du musst mal überlegen, heutzutage, die wissen nicht mal mehr, was für ein Geschlecht wer hat. Oder das ist nur zwei Geschlechter und du kannst jedes Jahr per Gesetz dein Geschlecht verändern und so. Hätte dir das einer vor 4 Jahren gesagt, du hättest gesagt, bist du dumm? Weißt du, was ich meine? Das ist schon krass, Bro. Es ist schon krass, wenn man es so Revue passieren lässt. Immer mehr Katastrophen passiert, immer mehr Kriege um die Ecke gekommen. Wir haben uns an die neue Normalität, wie Klaus das sagen würde, der Schwab, der Maniak, haben wir uns schon echt extrem dran gewöhnt. Muss man sich mal so vor Augen halten. Es gibt einen sehr alten Clip von einem Herren namens Erich von Däniken. Erich, mein Jutster, Shoutouts. Von euch werden ihn kennen und die Leute, die mein Album Tränen aus dem Jahr 2007 gehört haben, die kennen vielleicht den Song Endzeit. Dort wurde genau diese Passage gesampelt. Hier nochmal für euch zur Erinnerung. Und das ganze WWW hat eine kleine Geschichte. In jeder Bibel beginnt mit dem Alten Testament und dann mit dem Neuen. Und angehängt ans Neue Testament ist die sogenannte geheime Offenbarung. Angeblich vom Apostel Johannes. Digga, ich höre den gar nicht. Apokalypse nennt man das auch. Und dieser geheimen Offenbarung werden der Menschheit fürchterliche Strafen angedroht. Was in der Zukunft abbringt. Da kommen also Engel und Blasen, Posaune und dann wird eine Schale über die Menschheit geschmissen und dann weiß ich, ein Drittel des Wassers werde ungenießbar, werde zu wärmen etc. Und dann steht in dieser Apokalypse auch, dass jetzt dann sein, in der Zeit, wenn alle Menschen die Zahl 666 auf ihrem Kopf haben und in ihren Händen haben. Jetzt hatte ich vor einem Jahr einen Vortrag in Kalifornien. Mit dabei war auch ein Rabbi, ein jüdischer. Und hinterher hat er mich gefragt, wissen Sie eigentlich, wie man 6, die Zahl 6, auf Hebräisch schreibt? Bruder, das ist bei Dreisat, ne? Ist bei Dreisat gewesen, der Cousin, hä? Keine Ahnung. Er hat mir auf ein Blatt Papier gekreuzelt. Das sieht aus wie unser W. Also 666 www. www. World Wide Web.
Echt jetzt? Auf welcher Sprache? Hebrew Numerals, die sagen aber, das ist die auf der Monsterdose. Oh shit, Alter, wir sind hier Biest in der Recherche drin gerade, ja? Guck mal, das legt sich jeder so zusammen, wie er das möchte. Ah, hier. Was ist das? P is the letter in the English Latin alphabet. The W is the Hebrew alphabet, represents the... Ah, okay, das ist die Zahl 6 in Hebrew und das W ist quasi... Alphabet, the W is the Hebrew alphabet, represents the number 6. Aha. Miese Recherche, Digi. Nur mal so, mal reingeschwurbelt kurz. Unser W. Also 666 www. www. World Wide Web. Und da bin ich schon ein bisschen aufgeschreckt. Auf der anderen. Da ist er schon ein bisschen aufgeschreckt, der Erich, sagst du? Auf der Seite gibt es aktuell nochmal einen Clip von einem Herren, der heutzutage sehr prominent im Internet ist, mit dem Namen Andrew Tate. Andrew? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass er meine Gedanken ziemlich akkurat auf den Punkt gebracht hat. And I enjoy his content. I think Bruder, ich sag ehrlich, Andrew, manchmal haut der Dinger raus, die sind einfach crazy, Digga. Der bringt manchmal die Sätze richtig schön auf den Punkt. Fun videos. However, what he's doing is normalizing transgenderism amongst children. Yes. It's not amongst adults. The target audience is children. That of the 4 or 5 or 6 people who ever make this show, which is the largest and most famous show amongst children in the world, which has a whole bunch of corporate sponsorships, a whole bunch of money behind it, taking into consideration the things I've said about how they try to get me to sell my soul, that one of them decides to very publicly do something which adheres with an agenda they are trying very hard to psyop the youth with. And then the leader of this channel, Mr. Whatever, he very calmly and very cucked says, yeah, it's good, I support them, and did it, because he knows he's going to get in a lot of trouble if he doesn't. Mm. Der redet von dem Typen, sein Mitarbeiter hat Transition gemacht, weißt du, war so ein krasser Skandal, der war auch oft in den Videos mit dabei, dies, das, bla bla bla, und der hat dann gesagt, ich will jetzt ein JungsInnen werden und hat Transition gemacht und Mr. Beast hat das natürlich supported und dann gab es diesen Pedo-Skandal, bro, bei diesem Typen, der auch diese Transition gemacht hat, voll krass, Decker. And you're going to sit here and say that that's all a coincidence and there was no corporate powers involved and no money involved and no one said to him, listen, you better support this transition because if you don't, you're going to lose your channel. Okay. And you're telling me that this all just happened organically and there was no plan at all. If you believe that, then you're an idiot. Then you're an idiot. You know what's most amazing to me about this whole scenario? That nobody seems to point out this guy's name, Mr. Beast. Do you think that's a bit of a strange name? I'm sure I could Google it and there'd be some bullshit reason why he's called Mr. Beast. I'm sure they're called for some stupid story that when he was a kid, he had a figurine called Beast. And then when he grew up, he wanted to be a figurine. Some fucking garbage. Why would the largest YouTube channel with an affinity towards children in the world be named after the Beast from the devil? Why would that happen? Is that a coincidence? Considering the fact that you don't get to become the largest YouTube channel in the world without permission from the Matrix. Because they throttle the accounts they don't like. And they take subscribers Facts. Off and they prevent the accounts that tell the truth from getting views. If you're getting that many views and that many subscribers, it's because they're pushing you to the front with the algorithm. They want the kids to see you. And by coincidence, this account they want the kids to see is named after the Beast. Ist so, Mann, diese ganzen, die Klicks, die wir machen, ne? So ich, Belasch, Kianusch und so, Bruder, die sind hart erkämpft, Digi. In einer Welt, wo das nicht eingeschränkt werden würde wegen den Themen, die wir behandeln, hätten wir auch viel mehr Reichweite und Aufmerksamkeit, so. Aber diese Klicks von den Leuten, die wirklich halt auch Dinge ansprechen, die unangenehm sind, Bruder, glaubt mir das, die sind hart erkämpft, Alter. So, da wird nichts supported oder so. Das ist organisch, so langsam, Step by Step. Muss man sich das aufbauen. Ich habe mit 3000 Klicks angefangen, jetzt sind wir fast bei fast 10.000 Klicks pro Video oder so, 10.000, 15.000 manchmal. Na, es ist ein anderer Film, weißt du, ist ein anderer Film, aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Feedback, was ich bekomme auf diesen Content, der ist auch ein anderer, weil dieser Content halt wirklich teilweise Menschen-Mindsets verändert. Bei meinen Talks, die ich hier zwischendurch mache, auch oft über Motivation, Inspiration, Spiritualität und diese ganzen Sachen, das kann halt wirklich auch eine Veränderung in der Welt anregen und das ist halt auch genau der Grund, warum diese Videos nicht so krass angezeigt werden oder promoted werden, wie wenn ich jetzt Try Not To Love Challenge machen würde auf irgendwelche Memes, Digga. Klar. Let's get ready to schwurbeln, meine Damen und Herren. Ja, die Spekulationen haben angefangen. Einige Sachen sind spekulativ, einige sind es nicht. Ich persönlich muss sagen, dass die Vorwürfe in Richtung Mr. Beast, zum Beispiel, dass er
seine Videos faked, dass er CGI benutzt, dass er Leute bezahlt, die dann aussehen, als wären sie organisch oder wie auch immer, dass da irgendwelche Lotterien veranstaltet wurden, die eigentlich illegal sind, dass er versucht, mit irgendwelchen psychologischen Games quasi in den Kopf der Kinder reinzukommen, dass sie ihn als was Tolles empfinden und dass sie seine Videos konsumieren und so weiter. Diese ganzen Sachen, die sind vielleicht alle irgendwo auch kritikwürdig, aber sind nicht die Sachen, für die ich mich gerade interessiere in Bezug auf diesen Skandal. Die Sachen, die ich persönlich in Bezug auf den MrBeast-Skandal am spannendsten finde, sind auch die Sachen, die ich am ekelhaftesten finde. Und die haben leider alle mit dem Überbegriff Pädophilie zu tun. Ja. Auf der einen Seite haben wir eine der besten Freunde von MrBeast, die sich mittlerweile Ava nennt, aber eigentlich Chris Tyson hieß. Jemand, der sich hat umoperieren lassen. Ich würde definitiv lügen, wenn ich mich hier hinsetzen würde und behaupten würde, dass ich mich da voll auskenne, dass ich jeden einzelnen Namen von jedem einzelnen YouTuber kenne, dass ich jeden einzelnen Tweet kenne, dass ich jede einzelne Discord-Message von Ava, aka Chris Tyson, kennen würde. Aber das muss man auch gar nicht. Das Grobe und Ganze ist schon verstörend genug. Ava, aka Chris Tyson, hat mittlerweile Abstand genommen und hat sich distanziert und gesagt, ich habe mit der ganzen MrBeast-Nummer nichts mehr zu tun, nachdem diese Skandale sich gehäuft haben und rausgekommen ist, dass die gute Ava, aka Chris Tyson, sehr unangebrachte Sachen in einem Discord-Chat mit Minderjährigen geteilt hat und sehr unangebrachte Sachen mit Minderjährigen kommuniziert hat. Chris Tyson schockiert einfach alle auf die schlimmste Art und Weise und Bro, crazy, ne? Das beinhaltet noch nicht einmal den Fakt, dass er mit einer jungen Person scherzte, dass sie unangemessene Fotos von sich selbst verkaufen sollte, als die Person gerade 13 Jahre alt war. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ehemalige Mitglieder der Crew von MrBeast jetzt immer mehr herauskommen und sagen, dass MrBeast im vollen Bewusstsein über diese ganze Machenschaft war. Chris, das finde ich scheiße, Digga. Damals 21 Jahre alt war, führte wohl unangemessene Konversationen mit einer Person namens Lava. Chris schickte angeblich alle möglichen unangemessenen Nachrichten an Lava und bot sogar einmal an, Lava unangemessene Bilder von sich selbst zu schicken, nachdem Lava an sein Patreon gespendet hatte. Also tat Ihr Hunde, ich schwör's dir. Chris das Einzige, was er tun konnte und entschuldigte sich. Chris veröffentlichte einen Tweet, in dem er sagte, ich möchte mich für mein bisheriges Verhalten oder meine Kommentare entschuldigen, falls es jemanden verletzt oder beleidigt hat. Es war nicht meine Absicht, angesichts der jüngsten Ereignisse haben wir gemeinsam entschieden, dass es das Beste ist, wenn ich mich dauerhaft von allem, was MrBeast und die sozialen Medien betrifft, zurückhalte, um mich auf meine Familie zu konzentrieren. Das wurde von der Internet-Community natürlich als eine nicht ernst gemeinte Entschuldigung abgetan. Viele Leute hatten das Gefühl, dass Chris nur ihr Gesicht wahren und das tun wollte, was jemand in ihrer Lage tun sollte, aber niemand dachte, dass sie das wirklich alles so gemeint hat. Während Chris damit beschäftigt war, Schadensbegrenzung zu betreiben, kam eine weitere Person ans Tageslicht, die ihn bezichtigte, unangemessene Sachen mit ihm getan zu haben, als er minderjährig war. Chris Tyson von MrBeast used me and manipulated me and did very inappropriate things with me while I was about 15 years old. Falls ihr euch erinnert, Lava, die erste junge Person, mit der Chris angeblich unangemessenen Kontakt gehabt hatte, kam heraus und bestritt, dass Chris und er... Wie werden die so krank, diese Menschen? Ich verstehe es nicht. Ich schwör's dir. Ich kann es nicht verstehen. ...etwas zusammen gehabt hätten. Es wären nur unangemessene Gespräche gewesen. Aber dieser Typ behauptet, das sei nichts als Blödsinn. Und der Grund, warum Lava nichts gesagt hat, war, dass Chris Lava dazu gebracht hat, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Angeblich hat Lava sogar versucht, diese Person dazu zu bringen, die Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben, aber sie hätte abgelehnt. When he worked for MrBeast Gaming for 2 years, and he tried to get me to join MrBeast Gaming himself, Lava, he's the one who actually sent me the contract and tried to get me to sign the NDA, at which point I ended our friendship because I knew they were just trying to silence me. Me and him were both initially involved in running... Haben die dem Contract angeboten mit einem NDA drin oder was, damit er seine Schnauze hält oder... Bro. His Discord server, helping him set up his Twitch streams and moderating them. This Discord server that we were a part of had about 10 people in it, most of whom were minors. I'm not sure how they got in there. He would also frequently bring up sexual topics. Hast du die Übersetzung gesehen? Minors, shit einfach back, Leute, Digga. Für alle Leute, die kein Englisch können, Minors sind Minderjährige. Of whom were minors, I'm not sure how they got in there. He would also frequently bring up sexual topics that was definitely not appropriate to bring up around 15... In Bezug auf diese Person gab es in der Vergangenheit schon einige Red Flags, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Denn Chris Tyson war ein großer Bewunderer von Shadman. Shadman war jemand, der bekannt dafür war, in der ganzen Community der Creator und so weiter großen Respekt zu genießen und sehr viel Support zu bekommen, war dafür bekannt, teilweise sehr unangebrachte Sachen zu zeichnen. Ein Künstler in Anführungsstrichen, der pädophile Werke ins Internet gestellt hat. Chris Tyson, großer Bewunderer von Shadman, hat sogar eines dieser Kunstwerke an seiner eigenen Wand gehabt, zu der Zeit,
wo Mr. Beast noch damals auf der Couch rumgesessen hat. Zwei Beispiele für die Kunst von diesem Shadman sind zum Beispiel der kleine Caillou, wie er von hinten von seiner Mutti befummelt wird. Und was für eine Scheiße? Das ist Kunst, oder was? Das verkaufen die uns als Kunst. Eine 7-Jährige, die tatsächlich existiert hat und die Tochter eines anderen YouTubers war, die Donald Trump einen Blowjob gegeben hat. Angesichts der gruseligen und umstrittenen Art dieser Kunst ist es keine Überraschung, dass Menschen, denen sie gefällt... Wir nennen das nicht Kunst, B, Alter. Das ist keine Kunst. Das ist einfach nur krank. Abschaum. ...selbst widerlich sind. Und der größte Widerling von allen musste ein Typ namens Shadman sein. Shadman war ein Typ, der keine Skrupel besessen hat, widerwärtige Kunst auch in Bezug auf Leute niedrigen Alters ins Internet zu stellen. Viele populäre Creator unterstützten Shadman. Er hatte viele einflussreiche Freunde und damit Millionen von Unterstützern. Einer dieser Unterstützer war Chris Tyson. Chris kaufte persönlich Shadmans Kunstwerke und twitterte es, um zu zeigen, wie sehr er davon angetan war. Als Reaktion auf ein ausgeschnittenes Bild von Caillou, wie er von seiner eigenen Mutter befummelt wird, sagte Chris, Hilfe, ich brauche einen Erwachsenen. In vielen Fällen wie diesen reagierten sie auf andere ähnliche Bilder von sehr anzüglichen Situationen mit Minderjährigen in einem Video, das in Chris Tysons Wohnung gedreht wurde. Im Hintergrund sieht man Jimmy Beast selbst, wo Shads Kunst an der Wand hängt. Außerdem gab es einen besonders interessanten Tweet, wo Chris sagte, dass ihn nichts mehr in Schwung bringen würde als ein Lolli. Lolli, also L-O-L-I, steht für einen besonders jungen Charakter in einem Anime. Minderjährige fiktive Charaktere zu zeichnen, steht auf einem Blatt Papier, auf einem ganz anderen Blatt Papier steht es, echte Kinder zu zeichnen. Generell alles, was in diese Richtung reingeht, so, das sind schon die ersten Zeichen auf jeden Fall. Weißt du, dass das auch schön geredet wird. Ja, der hat ja nur geredet von einem Mädchen, oder der zeichnet ja nur irgendwelche Fiktiven. Das ist aber, Bruder, wer sowas macht, der hat... definitiv ganz klar schon dieses Gedankengut in seinem Brain. Und wenn man da nicht ansetzt, dann werden diese Leute früher oder später sich dann eventuell auch an Kindern vergehen. Weißt du? Nice. Andere Person, die in Shadmans degenerierte Schusslinie geriet, war Keemstar, der Moderator von Drama Alert. Am 8. November fragte ein anonymer User Shadman, ob er Keemstars Tochter zeichnen könnte, wie er Donald Trump einem gibt. Zu dieser Zeit war Keemstars Tochter gerade 7 Jahre alt. Shadman erklärte auf Twitter, dass er das tun würde, wenn Donald Trump gewinnen würde. 3 Tage später gewann Donald Trump. Als bekannt wurde, dass Chris ein Fan von Shadman war, hatte Keemstar natürlich etwas zu sagen dazu. Chris Tyson supportet den Cartoon-Artist Shadman, der meine Tochter, als sie 8 Jahre alt war, in einer aktuellen Art und Weise malte. Aber das ist nicht die einzige Kritik, die in Richtung Chris Tyson geäußert wurde. Sneeko, der zu derselben Zeit zur Mr. Beast Crew gehörte, als Chris Fanat in Shadman war, hat jetzt zum Besten gegeben, dass Chris einmal, als sie zusammen rumhingen, ein paar... Bester Mann, Nico, ich feier den. Angemessene Kommentare über Bad Baby machte. When I was working for Mr. Beast, like in that time in 2017, 2018, I remember Chris saying like, isn't she hot? Isn't like Cashmere Saigo shit, like, isn't she like 14? Is she 14 years old? Yeah, it's jailbait. And I'm like, what? I had never heard somebody say that in my, that was the first time where somebody unironically said that. Sneeko war zuerst so geschockt, dass er dachte, Chris würde einfach nur kranke, verdrehte Witze machen. Aber er merkte schnell, dass es keine Witze waren. Ich denke mal, es ist schon verdächtig genug gewesen, dass unser guter Chris Tyson diesen Herrn bewundert hat und seine Malereien zu Hause aufgehangen hat. Aber im Nachhinein ist leider noch mehr rausgekommen in Bezug auf diese ganzen Pädophilie-Skandale, denn Mr. Beast persönlich ist zurzeit Zentrum eines Pädophilie-Skandals. Echt? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Mehrere Mitarbeiter aus dem Mr. Beast-Team, vor allem prominenterweise DogPack404, hat mehrere Videos darüber veröffentlicht, wie shady es eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Im Zuge dessen möchte ich euch zwei Leute näher bringen. Das sind auch zwei ehemalige Mitarbeiter von Mr. Beast. Der eine ist Jake the Viking und der andere heißt Delaware. In Wirklichkeit heißt Mr. Delaware Charles Robert Jefferson. Charles Robert Jefferson, a.k.a. Delaware, kam in mehreren Videos von Mr. Beast vor, war allerdings maskiert.
Vielleicht hat man sich nicht viel dabei gedacht. Heute wissen wir warum. Denn es handelt sich bei Charles Robert Jefferson um einen verurteilten Vergewaltiger einer Elfjährigen. Dogpack 404 veröffentlichte ein weiteres Video mit dem Titel Ich arbeitete für Mr. Beast, er ist ein Soziopath. Ein 50-minütiges Video mit vielen schlimmen Anschuldigungen, in denen Mr. Beast beschuldigt wurde, Videos fabriziert zu haben, in denen ein Mitarbeiter gefoltert wurde für ein Video, das nie herausgekommen ist, und dafür, dass er einen registrierten Sexualstraftäter willentlich eingestellt hätte. Dort wurde ein Typ namens Jake interviewt. Jake spricht über seine Rolle im Team, warum er sich entschieden hat zu gehen, ging auf ein Video ein, in dem er mitspielte und von dem er sagte, dass es für die Kameras völlig gefälscht sei. Dann das ist halt krass, weil das ist halt schon interessant, weil das ist der größte, also das Team vom größten YouTube-Kanal auf der ganzen Welt. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja nicht irgendein jetzt amerikanischer YouTuber, der so unrelevant ist, irrelevant ist. Weißt du, das ist wirklich so, das ist das, was die Kids international gesehen gerade am meisten beeinflusst. So wild. Wild. Der über ein Video, das er gemacht hat, als er praktisch gefoltert wurde. Well, there was a known sex offender, registered sex offender, convicted sex offender, on the registry and everything, who worked there. He said that he was in the videos, always wearing a mask. Charles Robert Jefferson, aka Delaware. Der Typ war ein offiziell ein Pedo, musst du überlegen. Und der wurde da eingestellt und war regelmäßig in den Videos mit Maske. Digga. Als 16-Jähriger eine 11-Jährige damals, nahm den Plea-Deal und musste dafür nicht ins Gefängnis gehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass er eine Anstellung bei Mr. Beast bekommen hat, obwohl Mr. Beast wusste, was da los ist. Digga, das ist ein Bruderherz. Und wenn man einen YouTube-Kanal hat mit über 300 Millionen Abonnenten und der größte YouTuber quasi auf diesem Planeten ist, der Content macht, der zielgerichtet an Kinder gerichtet ist, dann ist das schon so ein kleines Problemchen. Ja, würde ich auch mal behaupten, mein Jutzter. Warum Charles Robert Jefferson Delaware genannt wurde? Angeblich durfte er wegen seines Sexualdeliktes, weil er ein eingetragener Sexualstraftäter ist, nicht zurück in den Bundesstaat, wo er dieses Verbrechen begangen hat. Halte ich persönlich für ein Gerücht, aber trotzdem ist das der Grund dafür, warum man ihn Delaware genannt hat. Also nannte man ihn Delaware innerhalb dieser ganzen Teamstruktur und es war also bekannt, warum er diesen Spitznamen trägt. He'll be in videos, he'll be in thumbnails, he'll be around. And whatever he is, he's wearing a mask. Why would you wear a mask? Why would you conceal your face? It's like, what are you concealing? That you are a registered and that your face can be looked up on a thing? How much more... Unten, der da drauf reagiert, dieser H3H3, den fühle ich gar nicht, bro. Den fühle ich gar nicht, Digi. Can you literally cover up a sex offender? That's my boy. We found you. Krass, aber krass. It's crazy, man. We found you, boy. That's such a good mask, I really can tell. Yeah. And why is it upside down? It's crazy. You know? Weird. Oh yeah, here it says R word. Ooh. Yeah, straight up just R word. Whoa. It's kind of. I'm a rapist, bro. Yeah, it's a horrific crime. Yes. The most horrific crime you can imagine. Whoa. Nadine sagt, wir sind mittendrin, aber sowas von. Statt nur dabei. What? Okay, Chris, how long do you think you're gonna last? Banana Sunday. We'll just dude, leave there's here. 50% of the people in this are pedophiles, potentially. Das ist krass, aber der hat recht, Digga. 50% von den Leuten in dem Raum sind Pädophile, bro. I timestamped it here because I just wanted to show real quick that he calls Jesus, everyone else man. By their name. And this, he skips Delaware, though. Yeah. Delaware alone. And he's wearing a mask. Kennt ihr die ganzen Leute so, H3H3 und so? Kennt ihr die, Alter? Oder seid ihr so voll raus bei diesem Ami, bei dem Ami-Shit? Think you're gonna win. I'm gonna just beat Chris and Ethan. And I just have to keep Chandler in here, so then we're gonna win. Oh, yeah, you have Chandler on your team. Chandler's 0 for 5. What are the odds that two of the people in there... That is crazy. That's crazy. Zu der Zeit, als noch spekuliert wurde, ob das überhaupt wahr wäre oder nicht, denn es wäre natürlich ein absoluter Image-Schaden, wenn nicht ein Karriere-Selbstmord dann rauskommen würde, dass der größte YouTuber auf diesem ganzen Planeten, der gerichtet Content für Kinder kreiert, wissentlich einen Kinderschänder engagiert hätte. Yo, Digga, das ist heftig. Das wusste ich gar nicht. Also mit diesem Jungs innen, den der da hat, also mit diesem einen Kerl, der da Transition gemacht hat und so und dann auch dieser Pädoskandal rauskommt, das habe ich mitbekommen. Aber dieser andere Typ, der schon offiziell verurteilter pädophiler Straftäter war, kam der H3H3 fand ich lustig, seine Videos, vor allem Vape Nation.
Der ist halt voll Ding, Mann. Der übertreibt ein bisschen. Ich habe mir ein paar Debatten reingezogen mit Sneeko und Fresh and Fit und so. Und der ist halt so voll auf diesem, jeder, der Israel kritisiert, ist Antisemit und auf diesem neuen Film unterwegs. Der war, früher war der funny, aber mittlerweile ist der viel zu woke geworden, finde ich. Von Jake the Viking. Und Jake the Viking bestätigte, dass die Gerüchte um Charles Robert Jefferson, a.k.a. Delaware, wahr sind, denn Jake the Viking ist Delawares Schwager. Die Person, die als Delaware identifiziert wurde, ist wohl der Schwager von Jake the Viking. Jake the Viking ist auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Mr. Beast. Nutzte Twitter, um zu sagen, dass dies die Wahrheit sei. Ja, Delaware ist mein Schwager. Ja, er ist ein RSO, also ein registrierter Straftäter. Er war 21 Jahre alt, sie war 11. Er hat einen Deal angenommen, deshalb gab es... Er war 21 Jahre alt. Man, when he was 21, a 16-year-old girl accused him and other of SA when she was 11. Delaware took a... Bro. Keine Gefängnisstrafe, aber er musste sich trotzdem registrieren lassen. Er wurde vor mir bei Mr. Beast angestellt und war tatsächlich der Grund... Was bieten die diesem Typen überhaupt einen Deal an, Digga? Was sind das für Bullen, Bro? Da merkst du schon wieder die Gesetze und so. Wie geht das? Das kannst du dir nicht ausdenken. So ein Typ hat doch nichts mehr in der Welt verloren. Dass ich eingestellt wurde. Bevor er angestellt wurde, setzte sich Delaware mit Jimmy und Sue, also Jimmys Mutter, hin und erklärte ihnen alles. Jimmy wusste es, aber dieser Vorfall ereignete sich im Jahre 2010. Delaware wurde im Jahr 2017 eingestellt. Delaware sollte ein Behind-the-Scenes-Manager sein, wurde aber in einigen Videos eingesetzt, weil wir Leute brauchten, zögerte Mr. Beast vor allem wegen seiner Verurteilung und deshalb trug er diese Maske. Delawares Verurteilungen sollen diesen Herbst fallen gelassen werden. Delaware war für meine Schwester nur ein guter Mensch und ein toller Ehemann. Ich verstehe, dass die Leute verärgert und frustriert über die Anschuldigungen sind und ich verurteile sie nicht, denn das Wehtun von Kindern ist in keinerlei Art und Weise akzeptabel. Aber im Fall von Delaware bin ich fest davon überzeugt, dass er nichts Falsches getan hat. Ich freue mich. Nichts falsch. Mich auf den Tag, an dem diese Anschuldigungen fallen gelassen werden. Also wusste Jimmy im Grunde die ganze Zeit, wen er engagiert, um die Show zu leiten. Wenn jemand auftaucht, der einen Fall bezüglich Kinder hat, sollte diese Person überhaupt nicht eingestellt werden. Insbesondere nicht für ein Medienunternehmen, das Inhalte für Kinder produziert. Und so ist die Kacke am Dampfen, meine lieben Neffen und Nichten. Und ich sage, Bruder, aber sowas von Majutste. Alter, da hast du aber mies recherchiert, Cousin. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, hier diese ganzen Connections und so. Die Sache ist hochkompliziert. In Bezug auf diese ganze Mr. Beast-Geschichte sind wir jetzt gerade erst am Anfang, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber the downfall of Mr. Beast ist nicht mehr aufzuhalten. Nun möchte ich zum... Sag das mal nicht zu laut, B. Sag das mal nicht zu laut. Die Leute, die diese ganzen Läden unter Kontrolle haben, haben ähnliche Machenschaften am Laufen. Glaub mir das mal. Aber wenn sowas rauskommt, das ist halt immer das Ding. Dann lassen die halt oft auch Leute fallen. Und so werden die Mr. Beast, wenn da noch offiziellere Sachen rauskommen, auch fallen lassen. Aber die Leute, die den Laden steuern, sind selbst involviert in solchen Machenschaften. Ich darf darauf hinweisen, dass wir unsere erste Live-Show hier in Berlin am 6.9.2000... Ich küsse dein Herz, check die Live-Show ab auf jeden Fall. Liebe geht raus an Mr. Belash und auch an MC Boogie natürlich. I love you guys. Checkt auf jeden Fall Originalvideo unten in der Beschreibung verlinkt. Gute Folge gewesen. Ich liebe euch. Meinung natürlich in die Kommentare reinschreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gang.